Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen: Urheberrecht bereitgestellt von dpa Infocom. Torschütze: Kingsley Schindler LR. Jubelt mit Jeseong Lee und Hauke Wall von Holstein Kiel über seinen Treffer zum 1:3. Mit einem Doppelschlag von Alexander Mühling hat Holstein Kiel einen drohenden Pokal-K.O. beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München abgewendet. Der Mittelfeldspieler war am Sonntag beim 3:1-0:1 des Zweitligisten in München vor 14.200 Zuschauern im Grünwalder Stadion mit zwei platzierten Rechtsschüssen in der 74. und 83. Minute erfolgreich. Der ebenfalls gute Kingsley Schindler erhöhte sogar noch 87. Nico Kager hatte die in der ersten Hälfte besseren Löwen frühzeitig in Führung gebracht. 7. Das könnte Sie auch interessieren. Borussia landet höchsten Sieg ihrer Pokalgeschichte. Kiels Trainer Tim Walter hatte in der vergangenen Saison noch als Coach der Reserve des FC Bayern die Löwen in der Regionalliga in beiden Lokalderbys besiegen können. Bei seiner Rückkehr nach München sah es lange Zeit nicht gut aus. Das 1860-Team von Coach Daniel Birovka dominierte mit schnellem Tempo Fußball. Daraus fiel auch das 1:0. Nach Pass von Adriano Grimaldi zog Kager davon und tunnelte Kiel Schlussmann Kenneth Kronholm am Ende seines Sololaufes. Ein zweites Kager-Tor wurde aberkannt, weil der Ball vor der Flanke von Philipp Steinhardt knapp im Aus war. 28. Die Kieler kamen erst kurz vor der Pause zu ersten Chancen durch Janis Serra. Erst traf der Stürmer das Außennetz, 40. Dann köpfte er neben das Tor, 42. Kiel entfachte nach der Pause wesentlich mehr Druck, wirkte auch physisch stärker und belohnte sich entsprechend mit den drei späten Treffern. Mehr auf MSN. Feedback an MSN senden. Was können wir besser machen? Gesamtwertung für Website: